Was geht, liebe Bros und Brosien? Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Octopath Traveler. Ganz genau. Wir haben in der letzten Folge den Echsenmenschen-Boss-Typen besiegt und what the fuck, Olberic, der will sich jetzt mit Erhard anlegen. Ich meine, wir wussten das ja schon vorhin. Ja, aber ich bin gespannt, ob es jetzt wirklich zum Duell kommt oder ob Erhard Nein sagt. Und wenn, ob das Duell geskriptet ist oder nicht. Also schauen wir mal. Ich bin... Erhard. Olberic. Ukeitomete yaru. Ore ga. Omae no ikari mo nikushimi mo kanashimi mo koukai mo munasu kono ken de uketome kiri haratte yaru. ならなかったんだ。勝って守らなくてはならなかった。陛下も、お前も。 だからこそ。 今度こそ負けない。 勝って。 お前。 抜け! エアハルト! 俺もお前も剣でしか語れぬ人間だ! あの時の結果を忘れたか、とは言うな。剣に嘘はつけ。抜けば本気で振る。いいな。当然だ。出なければ意味がない。 剣に込めるのみ。この戦い負けられぬ。行くぞ。守りを固める。 覚悟はいいか? さて、覚悟はいいか。大剣鞘ブランドよ。<笑>
覚悟はいいか? ここからが本番だ。 使わせてもらう。覚悟はいいか? また一つ強くなる。感謝する。私の。 不思議なものだ。いや、勝手なものか。全力を出してなお届かなかった。だというのに、何の悔いもない。悪くない気分だ。ああ。 エアハルト、一つお前に計画を持ちかけた傭兵団の団長と何者だ。オルベリカ、お前、自分のために一国を滅ぼすほどの人間だ。 放っておけばまた悲劇が起きるかもしれない。俺は今度こそ守らなければならない。それがお前の剣の意味だからか。そうだ。 団長の名はベルナーという。そのベルナーは今どこに。私が任務を達成すると傭兵団を解散してリバーフォードへと向かった。Name des fiesesten, bösesten Mann des Planeten. Werner! Oh Gott. So, der Juwende. Stell dir mal noch gerade Kikuschka. So, ja. Interessant, Stromfurt haben wir auf jeden Fall noch nicht entdeckt. Mhm. エアハルト殿は? ああ、
無事だ。心配をかけた。群れの長は倒した。これで残りの連中を掃討すれば、リザードマンの被害も収まるだろう。本当ですか？あの群れの長たちを倒す。ああ、オルベルクの助力のおかげだ。私一人では無理だった。さすがは双璧の騎士。二人がいてくれれば怖いものなしだ。なんと感謝すればいいのか。ありがとう、オルベリク殿。礼には及ばない。俺も目的があったのだ。そしてその目的も果たした。俺は次の目的。オルベリク、私は。分かっている。この町に残るのだ。すまん。謝ることじゃない。ああ、一つだけ警告しておく。ベルナーには注意しろ。Alter, könnt ihr bitte aufhören, diesen Namen zu erwähnen? 剣の腕はもちろん、底知れぬ怖さがある。強さよりも怖さが、そういう人だ。私より強くなったお前にだからこそ言う。あの人と比べてお前が弱いとは言わん。だが恐ろしいと思うのは間違いなく出るな。お前がそこまで言う相手か。分かった。心しておこう。では行ってくる。全てが終わった。また会おう。ああ、必ず。Und so ließ Colbrick Quellborn hinter sich. Zu viele Jahre lang hatte er eine einfache Wahrheit vergessen. Er trug sein Schwert, um andere zu schützen. Das bedeutete, er durfte den Todfeind von Hornburg nicht frei herumlaufen lassen. So machte er sich auf den Weg nach Stromfurt, wo seine lange Reise vielleicht zu enden würde. Ich finde schon ziemlich cool, dass er und Erhard, also dass sie sich jetzt nicht unbedingt, also dass man Erhard nicht unbedingt umbringen musste. Wir wollten ja mal jetzt unsere neuen Waffen angucken. Genau. Inventar. Waffen, göttliche Klinge. Machen wir das mal ein bisschen auf Ausrüstung. Bei Olbi. Blutbad ist natürlich ziemlich extrem. Okay, kritisch geht hoch, physischer Angriff geht runter. Ich finde, kann man denn vielleicht eher bei bei Cyrus drüber nachdenken? Würde ich auch sagen. Er hat derzeit das Bastardschwert. Das ist definitiv ein Upgrade. Ja, also das sieht sehr gut aus. So, jetzt können wir nochmal bei Hanit wegen der Axt nachgucken. Sie hat derzeit die, also Echsenkönig Axt. Oh, das erhöht ihren magischen Angriff. Ist das nice. Aber die Genauigkeit geht natürlich runter. Ja. Das stimmt. Und erhöht zugefügten Blitzschaden. Das ist für sie wie gemacht. Also ja. Ich würde es ihr geben, ehrlich gesagt. So, das sieht doch ziemlich nice aus. Stromfurt. Ne, also tatsächlich, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir so eine Stadt mal betreten haben. Jetzt können wir aber gucken, dass wir die ein oder andere Nebenquest noch machen. Ich denke auch, das ist jetzt eigentlich das Beste, und danach kann man nochmal in der nächsten Folge gucken. Wegen dem nächsten Kapitel 3, weil wir haben ja noch zwei weitere Mitglieder.
Dann fangen wir doch hier an. Ja. Ach ja, okay. Wahrscheinlich müssen wir dann sogar die, das Ding von ihm zurückstehlen. Möglicherweise. Davor. Rasten werden wir noch. Ja, die Polizeiwache. Oder Wache. Die Polizei gab es ja damals so nicht. Da ist nichts los. Gut, dann lass uns doch mal gerade wieder auf unseren guten Therion wechseln. Yep. Mal gehen ins Gasthaus. Da ist der Kollege. Und dann muss der Cyrus mal kurz Platz machen. Oh, das ist nette kleine Story zwischen den beiden. Ja. Man könnte natürlich sämtliche Charaktere jetzt durchwechseln, um zu gucken, was die so sagen. Aha. So, 80% haben wir, um das Ding zu stehlen. Dann sollte eigentlich gut gehen. Dankeschön. Sehr gut. Gut, dann lass uns mal nochmal mit der Ria reden. Bitteschön. Glaube ich, heiß.
Ja. Diese Nüsse. Und haufenweise Gold. Das stimmt. So, mal gucken wir bei den Kollegen mal weiter. So, müssen wir jetzt wohl wieder entweder Beweise finden oder selber in die Höhle gehen, um zu gucken? Das denke ich. Jetzt hatte ich nicht drauf geachtet, wo genau war diese Höhle? Treibsandhöhlen. Treibsandhöhlen, okay, okay, okay. Gucken wir nochmal auf der Map. So, wir haben hier. Westliche Wüste, Höhle der Echsenmenschen. Okay. Westlich. Also Treibsandhöhle ist hier noch nicht verzeichnet, aber hier unten geht es irgendwo hin. Das könnte natürlich... Das sieht halt wirklich verdächtig aus. Wir sollten aber auch erstmal wieder auf Cyrus umwechseln. Yep. Ja. Natürlich könnten wir die Möglichkeit nutzen und noch ein paar andere Leute bestehen. Nein, das machen wir nicht. Ist dir eigentlich aufgefallen, wie brav wir eigentlich sind? Hm? Ich meine, wir haben den Brief nicht mal gelesen. Weil wir nette Menschen sind, glaube ich. Irgendwie. Aber ich glaube, der Kampf war auch teils geskriptet, weil Stufe 10, ich weiß natürlich nicht. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, das war wahrscheinlich einfach nur Stufe 10, um die Bedeutung zu untermauern. Stufe 10, die alte Oma, die ist mir da immer noch so ziemlich unheimlich. Ja, ich glaube, die wird richtig reinhauen. Mhm. Also. Jetzt müssen wir hier irgendwie nach unten. Nee. Wir sind jetzt hier oben gelandet. Wir müssen einen anderen Weg finden. Und dann müssen wir nochmal durch die Stadt und neben dem ging es ja auch nach unten. Obwohl ich glaube, dass ich damals von da gekommen bin. Aber ich habe da nicht das ganze Gebiet durchforstet. Also. Schauen wir doch einfach mal nach. Ist auch nichts. Da. So, es geht ja einmal nach rechts und es geht nach unten. Doch, das müsste eigentlich doch hinkommen. War Stufe 35. Gucken wir auf der Map. Jo. Das sieht doch ganz gut aus. Monstertechnisch haben wir jetzt nichts Großartiges zu befürchten. Energiegranatapfel. Immer sehr dankbar für. Skorpione und Käfer. Meh. Ich denke mal, mit denen müssen wir uns jetzt nicht unbedingt abgeben. Sehr sandig. Ja. Aus einer Kiste. Ich muss den kompletten Felsen anlaufen. Die Tiefungsszene hängt wie total entspannt aus. Schon so ein bisschen. Schauen wir uns mal hier um. Okay, hier ist eine Speicherstatue. Gibt es einen Grund dafür? Normaler Boss-Encounter. Hey, Boss-Encounter? Ey, Boss Encounter, Monster Encounter. Das ist doch keine Bosse. Hä? So, sind wir hier auf dem. Okay, da. Verdammt! Erwürgt. Das ist jetzt natürlich scheiße. Wir machen eine Schnellreise zurück in die Stadt. Wir gucken uns doch die letzte Nebenquest an, die da war. Schade, schade. Ich hätte echt gedacht, dass die Treibsandhöhle wohl jetzt hier ist. Das ist sie wahrscheinlich auch, aber ich schätze, dass das eher dann ein Kapitel weiter für Prim ist oder sogar zwei Kapitel weiter. Ja. Schauen wir doch mal. Naschkatze. Oh, hier werden Datteln verkauft. Das war auch für Atlas dann, meine ich, wichtig. Könnte gut sein.
Der wird aber auch wieder Süßstoff, irgendwas. Mhm. So, und weitere Nebenquest hatten wir jetzt hier nicht mehr. Sieht nicht danach aus, aber wir können hier nochmal beim normalen Händler gucken, ob der vielleicht auch irgendwie sowas verkauft, so Dattelnzeugs. Händler war hier oben. Er müsste ja gut, das war wieder diese Kombi. So, kaufen wir mal. Vielleicht ein Staub. Nee, hier sieht es nicht danach aus. Nee. Gut, was haben wir denn hier noch für Sachen? So, Adlersäbel ist nicht so. Nee. Veredeltes Schwert. Ist alles schlechter als das, was Eurek hat. Mhm. Kauner Dolch. Okay, der Dolch. Für Cyrus ist der ganz gut. Der Himmelsbrecher. Und ich meine, wir haben genug Geld. Dadurch, dass wir immer schön den Bossen ausklauen. Jupp. Den können wir auch mal direkt ausrüsten. Prim, okay, elementar. Nee, Prim auf keinen Fall. Nee. Der Dornenschild, ja, das senkt natürlich das Ausweichen. Bei Ulbrich bringt das rein gar nichts. Nee, Ulbrich hat ja diesen Bossschild. Ja. Soweit gibt es dann würde ich aber auch sagen, dass wir jetzt noch eben speichern gehen. Ja, aus gut habe ich mich ja. Genau, und dann gucken wir in der nächsten Folge, dass wir dann bei Prim oder bei Cyrus weitermachen in der Story. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein.